Hallo liebe Zuschauer, ich habe jetzt hier den Christian Solmecke, den Kollegen, zum Interview und es geht natürlich, ich bin die Paragrafen Silvia, ihr wisst es, um Entscheidungen. Und ich stelle dem Christian jetzt eine Frage und zwar, was war letztes Jahr deine beste Entscheidung? Oh, muss es unbedingt letztes Jahr sein? Es kann gerne mehr sein. Es kann gerne mehr sein. Also ich würde mal sagen, meine beste Entscheidung war, meine Frau zu heiraten. Das ist schon mal das, wenn man das globaler sieht. Meine zweitbeste Entscheidung war, unseren Sohn zu kriegen. Und die drittbeste Entscheidung, sich selbstständig zu machen als Kanzlei. Also das habe ich relativ ja schon vor 15 Jahren gemacht. Und jetzt nähern wir uns dem aktuellen Stadium und vielleicht auch dem, wo wir hier gerade sind. Dann eine der besten Entscheidungen war auch, dass wir aus der Kanzlei die Anwaltssoftware Legal Visio, die wir für uns erst nur genutzt haben, rausgegliedert haben, eine eigene Softwarefirma rausgemacht haben und die jetzt versuchen, an die Märkte zu bekommen, sodass jeder Anwalt mit der Software arbeiten kann. Und hier sind wir sozusagen am Stand der Legal Visio. Das war sozusagen eine der besten Entscheidungen, die habe ich vor 3 Jahren getroffen. Kurze Zwischenfrage, wie hoch ist der Arbeitsanteil noch als Anwalt? Und also ich habe ungefähr 15 eigene Mandanten noch, die ich persönlich betreue. Das sind vor allen Dingen große Companies. Bei Gericht bin ich vielleicht noch 3-4 Mal im Jahr. Ansonsten bin ich persönlich viel fürs Marketing zuständig. Also wir haben einen großen YouTube-Kanal und solche Geschichten. Das bleibt der Öffentlichkeit ja auch nicht verborgen. Genau, also das heißt, da ist das eigentlich anwaltliche Geschäft als Partner der Kanzlei schon deutlich in den Hintergrund getreten. Aber 10 Jahre lang war ich auch jeden Tag bei Gericht. Irgendwann ist dann auch mal gut und reicht auch. Ich bin froh, so wie es im Moment ist. Alles klar. Und letztes Jahr gab es auch irgendwelche Entscheidungen. Welche war da am besten? Die beste Entscheidung, die wir letztes Jahr in der Kanzlei getroffen haben, war, dass wir einen Zukunftsworkshop veranstaltet haben mit allen Mitarbeitern. Und daraus ist ein ganzes Programm für die Zukunft geworden. Das heißt, wir haben einen Coach genommen, der sagt, wie sieht die Kanzlei in einigen 5 oder in 10 Jahren aus? Wir haben also die Zukunft definiert und daraus die Handlungsweise für das Morgen abgeleitet. Hört sich sehr abstrakt an, aber es ist dann ganz konkret geworden. Hört sich richtig gut an. Da ist es, glaube ich, auch. Die Mitarbeiter konnten zum Beispiel sagen, die konnten eine Weiterbildungsgruppe gründen. Und die sagen jetzt, wie Weiterbildung bei uns in der Kanzlei auszusehen hat künftig. Also die haben ein Budget sich festgelegt, es gibt einen Weiterbildungsverantwortlichen. Dann gibt es eine Homeoffice-Gruppe. Da war der Wunsch, gerade bei den Müttern bei uns in der Kanzlei, auch öfter mal von zu Hause aus zu arbeiten. Da haben wir gesagt, alles klar, setzt die Konzepte auf, überlegt, wie es funktionieren kann. Und das alles ist aus dem Zukunftsworkshop raus entstanden. Und das war eine der besten Entscheidungen letztes Jahr, die wir getroffen haben, so einen Zukunftsworkshop mit allen Mitarbeitern zu veranstalten. Nach Luft schnappen. Ganz, ganz toll. Privat, beste Entscheidung? Privat, beste Entscheidung war, dass wir sehr viel Urlaub in unserem kleinen Ferienhäuschen in Holland gemacht haben. Da hatte ich Zeit mit der Familie und das ist letztlich dann doch das Wichtigste. Ja, sehr gut. Also vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.